Fängt nach hinten weg. So, jetzt haben wir auch wieder Ton. Ich muss ihn noch justieren. Ich glaube, jetzt läuft die Technik. Ja, herzlich willkommen zum Videostammtisch 155, heute am 23. März. Und heute spielen wir Silkworm. Und wer mit uns spielt, das gucken wir uns gleich mal an. Ich sehe den Stefan und Stefan testet seinen neuen Greenscreen aus. Hallo Stefan. Ja, moin. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen, aber dafür bin ich ein bisschen unscharf hier oben, sehe gerade, aber da müsst ihr jetzt mitleben. Aber du hast jetzt Farbe. Man muss dazu sagen, du warst vorhin sehr farblos im Testbetrieb. Und habe mich so dargestellt, wie mein Leben halt ist, grau und trist. Silkworm habe ich auf dem Amiga bei meinem Nachbarn damals gespielt, kennengelernt. Fand ich ziemlich cool. War aber nie wirklich gut. Komischerweise wiederhole ich diesen Satz ziemlich häufig bei vielen Spielen. Das macht nichts. Das weckt jede Woche wie eine neue Aussage. Genau. Ich habe mich gefreut, im Vorfeld zu sehen, dass dieses Spiel auf diversesten Systemen erschienen ist. Schauen wir mal, jetzt fange ich mit dem Amstrad mal an. Legen wir los. Ja, also ich werde es auf dem Amiga spielen. Ich habe das früher auch gerne gespielt, aber ich bin dann eher zu dem Pseudo-Nachfolger gewandert, also zu Swift später. Weiß gar nicht, wie gut ich in Silkworm noch bin. Der Michael ist noch mit dabei. Was sehen wir bei dir? Bei mir läuft vorerst mal auch die Amiga-Version. Servus übrigens. Und wie üblich für diese Art von Spielen habe ich nie angefasst, nicht freiwillig gespielt. Wäre Stefan nicht da, wäre es heute wieder kurz geworden. Und ich werde auf jeden Fall auch nochmal durch die Versionen hüpfen. Ja, generell ist es, glaube ich, so, ich kann das Spiel nicht so richtig lange spielen, glaube ich. So richtig gut wird es nicht. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Trainerversion dafür haben, ob man den ob es da einen Cheat für gibt. Es gibt eine Trainerversion, die habe ich auch hier. Ich habe jetzt mal einen Trainer deaktiviert erstmal bei mir. Müssen wir mal gucken. Eine Sache noch vorab an alle, die jetzt hier zuschauen. Das ist ein offenes Format, hier kann jeder mitmachen, nicht nur Michael und Stefan. Ihr dürft also gerne auch wieder dazukommen, wenn ihr wollt. Das machen wir jeden Donnerstag und wir haben auch schon veröffentlicht, was die nächsten Wochen hier gespielt wird. Ich kann das ja schon mal spoilern. Heute ist Silkworm, nächste Woche ist Doom dran. Dann wollen wir uns um Afterburner kümmern. Das kann hochinteressant werden. Dann gibt es am 13. April Premiere. Das ist ein Wunsch von Michael. Dann kommt im April noch der Wunsch von Arne Immortal. Mein Wunsch war noch Madness und Manfred wollte gerne von Resident Evil was spielen. Das sind die Sachen bis Mai, die wir hier vorhaben. Und ich erzähle nachher nochmal gerne, wie ihr auch mitentscheiden könnt, was wir hier spielen. Das erzähle ich aber am Ende des Streams nochmal in Ruhe. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie weit wir bei Silkworm kommen. Es ist wie immer so, wer redet, ist zu sehen. Das heißt, wenn ihr was zeigen wollt, müsst ihr reden und dann lassen wir uns überraschen, wie weit wir hier heute kommen. Eigentlich spielen wir das Spiel ja eh in der falschen Reihenfolge. Wir hatten ja schon vor einiger Wochen mal Swift gehabt, der Nachfolger im Geiste ist zu Silkworm. Ja, das, und jetzt sind wir eigentlich den Vorgänger. Da gibt es immer noch keine richtige Erklärung zu. Es ist tatsächlich ja die Theorie immer noch, dass das SW in Swift Silkworm heißt. Aber es gibt da verschiedene Meinungen zu. Und selbst die Programmierer und Entwickler wissen nicht mehr, wie der Name wirklich gemeint war. Also eigentlich ist ja Swift auch ein Silkworm. Nicht nur im Geiste, aber gibt es halt geteilte Theorien. Ja, ohne Lizenz halt und ohne Vorlage. Ja, wie gesagt, wir versuchen mal unser Glück. Ich weiß selber nicht, war das Spiel schwer? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich bin jetzt auch beim Testspielen in die dritte Welt, in die dritte Stufe gekommen. Ja, du bist ja auch ein Profi-Gamer, will ich nicht sagen. Nein, also ich weiß noch, dass ich den Sound immer bemerkenswert fand. Und ich muss sagen, was ich jetzt hier höre, klingt auch wieder super. Grafik bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert. Ich dachte immer, die waren einen Tick besser. Ach, man konnte hier die Unverwundbarkeitsdinger aufsammeln vom Boden. Okay. Entspannt ist ja, man kann mit Hubschrauber und mit Panzer spielen. Habt ihr immer nur Hubschrauber benutzt wie ich oder wart ihr auch auf Panzer? Ja. Heute erstes Spiel, also bis jetzt habe ich einen Hubschrauber ausprobiert. Okay, also ich habe immer vergessen, den Panzer zu spielen. Ich fand den Panzer damals auch noch schwerer gefühlt. War ein ganzes Stück schwerer. Ich habe immer nur mit dem Heli gespielt. Ich finde das auch viel, viel besser. Ich muss übrigens mal anmerken, dass ich grafisch die Amstrad-Version gar nicht so schlecht finde. Und die hat sogar einen ganz ordentlichen Sound. Jetzt nicht Weltklasse, aber ziemlich gut. Die Titelmelodie ist auch, zumindest im Titelbildschirm, also ganz gut. Kenne die C64-Version nicht. Vielleicht geben wir uns die nachher. Die war damals ganz ordentlich. Also die habe ich auch nochmal wieder gespielt vor ein paar Jahren. Die hat mir auch gefallen. Ich glaube, die waren einen Tick schwerer als die Amiga-Fassung, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Hast du einen Sound während dem Spiel oder auch nur im Intro, Titel? Ich habe keine Musik, aber ich habe hier Sound. Ich hab hier Ballergeräusche. Die klingen sogar von mir. Ja, aber mehr auch nicht, oder? Nein, nee, auch nicht. Gibt's aber im Original auch nicht. Gibt's auch bei Amiga auch nicht, auf jeden Fall. Nee. Oh, ich habe jetzt hier den ersten Endgegner. Und ich bin bisher auch noch nicht gestorben. Ist das wirklich so einfach mit einmal? Hä? Powerlord, wir machen bestimmt nachher nochmal Ton an. Ja, ich wüsste nicht, welche Musik hier gestört werden sollte. Ja. Wenn Rotkäppchen vielleicht irgendwann mal weg muss. Wenn die Spektrum-Version läuft, schalte ich mal den Ton an. Auf vorausgesetzt, ich habe die Rechte dazu. Ja. Hallo, erstmal auf jeden Fall. Das war so dieser Wink mit dem Lappenzaun. Level 2. So. Irgendwie kommt mir das Ding einfacher vor als Riff. Patrick ist eingefroren. Patrick, du bist eingefroren. Ich weiß nicht, ob du uns hörst, aber das sieht nicht so gut aus, dein Standbild im Zoom. Nee, hört ist eher unvorteilhaft. Ja, hört du mal nicht auf jeden Fall auch nicht. Okay, also das mit dem Zerschießen des Schildes funktioniert weiterhin. Wenn du da dieses gekräuselte hast und das zerschießt. Genau, das quasi eine Smart Bomb auslöst. Smart Bomb. Genau, eine Smart Bomb. Powerlord ist doch wie immer. Es wählen halt ein paar, wobei ich weiß gar nicht, wie viele Leute da immer abstimmen. Das kann uns nur der eingefrorene Rotkäppchen sagen. Aber wundert mich jetzt halt nicht. Aber ist okay. Vielleicht kommt ja noch einer dazu. Manfred kommt ja manchmal ein bisschen später dazu. Naja, wie gesagt, ansonsten hüpfen wir halt einfach mal fröhlich durch die Versionen. Ja. Es gibt 5 oder 6 Versionen von dem Spiel. Es gibt den Automaten, kann ich leider nicht hier starten. Es gibt eine NES-Version, es gibt die geile Spektrum-Version. C64 gab es noch und Amstrad, dann ST Amiga auf jeden Fall. Genau. Amiga läuft ja bei mir schon, ST wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausschauen. Du kannst ja mal probieren, Patrick muss ja jetzt ja gerade raus, kannst du mal probieren, ob du jetzt den Sound mal anschauen kannst. Mach ihn doch einfach an. Also hier ist ja nun wirklich gar keine Musik, außer ein bisschen Ballergeräusche. Die sind schön satt auf meinem Gerät, das fand ich sehr gut zur Erinnerung. Ganz kurz mal mir das Spiel angehalten. Und wenn du kannst, kannst du dann zum Spaß mal meine irgendwann anmachen, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich bin wirklich überrascht. Ich finde, ich habe das Silkworm jetzt bestimmt auch schon 20 Jahre lang nicht mehr gespielt, aber ich finde hier grafisch ist hier sehr viel wiederzuerkennen. Das sollte sogar gehen. Okay. Also, der Sound ist tatsächlich unspektakulär. Du spielst, glaube ich, von 88. Genau. Das hat einen satten Sound, satte Knallgeräusche. Das schon, aber mehr ist halt auch nicht da. Es knallt halt nur. Ich spiele die Amstrad-Version hier gerade. Und von der bin ich wirklich gut überrascht. Wieso auch beim Amstrad tatsächlich? Also, hab den ja nie gehabt. Ja, das ist erstaunlich. Letztes Mal war ja auch die Amstrad-Version von. Was haben wir das mal eigentlich gespielt? Dieses. Ich weiß nicht, was. Na, ich weiß schon was, mir fällt nur der Titel nicht ein. So, bin ich wieder zu sehen und zu hören oder wackel ich immer noch? Ja. Super, das das heißt, alles, was ich vorhin erzählt habe, habt ihr gar nicht mitbekommen, ich war auch gar nicht zu sehen. Genau. Also du warst schon zu sehen. Das sah auch sehr lustig aus, wie du zu sehen warst. Aber du standest halt. Das war ein wunderbares Standbild. Shufflepuff-Café war es letzte Woche. Stimmt, Shufflepuff-Café. Genau, und da habe ich auch die Amstrad-Version gespielt und die sah auch ziemlich gut aus für das System. Die war okay. Hat sich auch einigermaßen ordentlich gespielt. Und dann für das X68000, dieses japanische System, gibt es auch eine Version, die fand ich recht abgefahren. Die habe ich leider erst zu laufen bekommen, nachdem der Stream schon vorbei war. Okay. Da habe ich im Discord ein paar Screenshots hochgeladen. Die sah wirklich am ungewöhnlichsten aus. Ja, genau, die sahen ein bisschen japanophil halt aus, ne, die Charaktere. Sehr Anime-Style-mäßig, ja. Genau. Ich hatte mich nämlich im Vorfeld schon darauf vorbereitet und hatte mir das schon angeguckt und dachte mir, ja, gut, kriege ich eben zum Laufen am Emu und am Mister. Aber dann ging er halt nicht. Ich probiere jetzt mal den Jeep aus. Der war gefühlt früher mal schwerer, viel schwerer. Aber ich bin erstaunt, wie weit man doch tatsächlich mit dem Heli kommt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob ich das früher auch
So einfach fand, also einfacher fand, keine Ahnung. Okay, also. Ich habe es gelesen, Powerlord, das hat so ein bisschen was Kriegerisches. Also Silkworm ist die Seidenraube und das hat irgendwas von den Amerikanern, irgendwie ist das ein Begriff für irgendein vermeintliches Kommando oder für irgendeinen vermeintlichen Plan, in Asien da tätig zu werden, sag ich mal. Historisch weiß ja so ein bisschen, was da passiert. Ich habe hier ein Problem jetzt gerade mit dem Jeep. Es gibt so Bodenminen. Da kann ich, die kann ich, ach so, wenn ich aufhöre zu schießen, kann ich springen. Jetzt habe ich gerade festgestellt. Dann das extra Waffensystem, ist das irgendwie, muss man da wieder auf irgendwas schießen oder wie kriegt man extra Waffen? Du kannst, manchmal kommen so eine, nennen sie mal Wölkchen, die dann so Gegner hinterlassen, ja, so kleine Glitzerwölkchen sind das. Ja, so, die Unverwundbarkeit. Das ist ja nur Shield. Unverwundbarkeit. Extra Waffen kriegst du eigentlich nur, wenn du Bossgegner oder Zwischengegner besiegst. Boah, ist der scheiße zu treffen mit dem Jeep. Ich hab jetzt oben gesagt, aber die Explosionsgeräusche sind einfach ordentlich satt. Das war ja bei allen Silkworm-Sachen immer das Highlight, der Ton. Also ja, der Jeep ist ungleich schwieriger. Ich denke mal, als Ergänzung zum Hubschrauber ja, aber alleine mit dem durchzuspielen ist das Ding... Hubschrauber hat eben extra abgeschmissen mit Doppelschuss. Tatsächlich, ja. Jetzt habe ich einen besseren Schuss, weil der Hubschrauber mir einen extra gegeben hat. Der Arne kommt dazu. Arne kommt. Lasst ihn mal rein, ich bin ja nur Co-Host. Gerade schwierig. Ich mach's. Danke. Ich auch, ich steuere gerade einen Hubschrauber. Hallo, Waschbenzin? Ja, haben sie tatsächlich. Das war ein Koop-Spiel. Der eine lenkt dann den Jeep und der andere dann. Ey, Mann, nicht hin! Das habe ich mit meinem Nachbarn damals mal so gespielt, als ich noch keinen Amiga hatte, er schon. Das Spiel ist auch deutlich darauf ausgelegt. Ja. Gerade wenn man den Jeep spielt, ist es genau. Ungleich schwieriger. Ich habe halt nur gelesen, im Original, der Automat hat wohl kein Ende, sondern das ist tatsächlich Open End. Ich hab jetzt schon einen Krampf im Finger, im Feuerfinger. Das hatten wir schon mal. Ja, Dauerfeuer ist Gold wert. Du kannst auch einfach auf dem Feuerknopf bleiben. Ja, deswegen hab ich einen Krampf. Moment, auf dem Feuerknopf, da schießt er aber sehr viel langsamer. Stimmt. Herr Paul, bei uns gab es immer ein bisschen Zoff. Wer nimmt jetzt den dämlichen Jeep, den keiner richtig steuern konnte? Ja, der Jeep funktioniert wirklich nur, wenn du mit einem Helikopter mitarbeiten kannst. Aber bei Swift waren doch dann irgendwann alle der Meinung, zum Beispiel, dass der Jeep geil zu spielen ist. Ich nur anders. Du musst ich halt, nicht. Der ich Swift nicht. War anders zu spielen. Bilde mir ein, dass so der Tenor am Ende war, dass das schon ganz gut geht, sozusagen. Ich fand den Jeep immer schwerer. Setzen. Ja, er war schwerer zu steuern, weil du eben auch noch die Schussrichtung ändern konntest mit dem Joystick und gleichzeitig auch, wie war das, unterm Schießen konntest du, glaube ich, die Fahrtrichtung ändern und wenn du aufgehört hast zu schießen, konntest du die Schussrichtung ändern oder andersrum. Und da hast du diese Doppelbelegung drin. Deswegen das macht die Sache etwas komplizierter. Und hier eigentlich jetzt genauso. Also springen kann ich auch nur, solange ich nicht schieße. Ja. Jetzt nur mal offiziell sagen. Hallo Arne. Hi Arne. Ja, hallo. Und hat Credits auf meinem Video, das finde ich ganz gut. Ah, bei Patrick sieht man es gerade, wie schön die kleinen Helikopter hinten im Hintergrund fliegen und dann nach vorne kommen irgendwann. Das finde ich so toll. Ja, stimmt. Fand ich auch mal beeindruckend. Finde ich auch super, nur wenn man sich darauf konzentriert, wird man abgeschossen. Das habe ich ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwas angeguckt habe und dann nicht aufgepasst habe, wo ich hinfliege. Aber man hat keine... Ja, beim Ballerspiel generell schlecht, sich anzugucken. Hat man Smartbombs oder sowas noch irgendwann? Nee, ne? Wenn du dieses gekräuselte, da diese Shield-Dinger... Also dieses gekräuselte musst du schießen, dann wird es Smartbomb. Abschießt. Wird es irgendwann rot und dann explodiert es. Okay, aber nicht welche, die ich einsetzen kann, weil ich es will. Nein. Das hat es aber auch in Swift nicht. Nö, aber hätte ja sein können, dass ich da irgendwas übersehen habe. Oh, ach Mist. Immerhin das Wave 5, glaube ich, ohne Trainer.
Das sieht anders aus. Das meine ich. Den kann ich abschießen? Ja, den ist zwar Bob. Nee, doch nicht. Das ist wieder nur ein Shield. Na, wenn du das Shield abschießt, bevor du es nimmst. Also es muss wirklich explodieren. Ja, das hatte ich eben versucht. Das hat er nicht. Oh, jetzt wieder endlich, ne? Im Übrigen, der Jeep hat kein Gekrösel zum Einsammeln. Also auch keine Smart Bombs. Also noch schwerer. Ja. Das heißt, es ist nur als Ergänzung gedacht mit zwei Spielermodus oder was? Genau. Oder wenn du wirklich Hardcore bist und sonst keine Freuden im Leben hast. Ah, oh, der Level, das sieht aus wie Ascension, der Level hier von der Grafik. Witzig. Man hat noch Probleme, seine Version zum Laufen zu bekommen. Ja, die Gamebase funktionierte nicht. Was versuchst du? 64 oder? Eine Amiga. Okay. Gottes Willen, hier ist was los. Autsch. Ah, wenn ich springe, dann schießt er auch nach unten. Sieh mal an. Gut zu wissen. Also die ersten Level waren simpel und dann wird es doch ganz schön voll auf dem Bildschirm mit einmal. So auf dem dritten Level, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich im zweiten oder dritten bin. Ich habe keine Ahnung, welcher das ist hier. Ich habe auch keinen Trainer an diesmal. Das heißt, ich muss tatsächlich... Also ich habe mit dem Jeep keine Chance. Na gut, versuchen wir es nochmal mit... Nein, ich wollte nicht nochmal starten. Arne, du hattest ja mal ein Amstrad, hast du mal erzählt. Kennst du die Silicon-Version davon? Autsch. Nein, kenne ich tatsächlich nicht. Sieht aber ganz nett aus. Ja, es sieht wirklich ganz nett aus. Ich finde das super, dass sie die Credits auf dem Amiga haben. Ich wiederhole das gerne nochmal. Das ist wie in der Spielhalle. Man kann einfach... Er hat 3 Credits. Das finde ich echt sehr fair. Das ultimativ wichtige Menü, dass man auswählen kann, ob man Jeep oder Heli spielt. Ich glaube, ich spiele jetzt mal als Jeep zur Abwechslung. Viel Spaß. Jetzt weiß ich übrigens, wie das mit den Smart Bombs geht. Du musst ein Shield eingesammelt haben und das nächste reinfliegen. Dann gibt es auch eine Smart Bomb. Ah, nee, ich zock doch als Heli. Oh, so schön flüssig. Der Sound ist so toll. Ja, bei mir läuft es gerade im Hintergrund. Mist, mein Joystick liegt auf dem Kabel. Ah, okay. Ich bin hier im Kampf. Wenn ich dauerhaft drücke, kriege ich einen Kampf. Wenn ich den Finger drauf lasse, kriege ich einen Kampf. Echt. Meine Güte. Einfach drauf lassen. Ja, aber das. Also hier hat man ja Autofeuer offiziell. Aber zu langsam, haben die Kollegen schon gesagt. Das ist ja viel langsamer, als wenn man selber drückt. Ach, echt? Oh. Ja, ernsthaft. Und das ist ja frustrierend. Weil wenn ich, guck mal hier, jetzt schieße ich ohne. Ah, ne, guck mal hier, jetzt ist Dauerfeuer. Und jetzt drücke ich selber. Das ist ja 30% schneller. Ist mir noch früher gar nicht aufgefallen, aber kriegt man nicht auch schnellere Schüsse oder bessere Schüsse sowieso durch diese Extrawaffen hier aus diesem, wenn ich den jetzt immer auf den Hals schieße, dann kommen ja irgendwie Extrawaffen raus, oder nicht? Wenn du die Bosse und Zwischenbosse erledigst, kriegst du Extrawaffen. Ja. Mit dem langsamen Dauerfeuer war damals aber, glaube ich, üblich. Also mir fällt jetzt gerade kein Name ein. Ich weiß aber, dass bei fast allen Spielen immer so war, dass ich gekotzt habe, wenn ich kein Dauerfeuer hatte. Okay. Dass mir irgendwann der Finger wehtat. Ja, ich merke das jetzt tatsächlich. Das ist, Genau, Twin-Schuss kriege ich jetzt. Jetzt habe ich ja Doppelschuss, genau. Ja, man muss es ja natürlich, habt ihr ja schon gesagt, eigentlich im Team spielen, dass einer den Jeep spielt, weil der kann dann auch unter die Gegner und die von unten behaken, während man selber halt von links die beschießt und so. Also mit dem Hubschrauber geht es auch gut alleine. Also das Problem ist, dass die Bossgegner halt besser mit dem Hubschrauber zu erledigen sind. Mit dem Jeep habe ich den ersten Boss nicht geschafft, weil ich ihn schlicht nicht getroffen habe. Weil so viel auf dem Bildschirm passiert ist, dass ich mich nicht auf die konzentrieren konnte. Also die Soundeffekte sind genial. Der erste Boss schießt eine Homing-Missile und einen Schuss nach vorne. Es geht eigentlich. Ich erinnere mich wieder, das wechselt sich immer ab. Ein Boss fliegt, dann einer fährt, ein Panzer, dann wieder ein Fliegender. Das ist irgendwie immer so abwechselnd. Ja, der zweite Boss ist dann wahrscheinlich eher für
für den Jeep gedacht. Sind auf dem Amsrad sind es immer ein Heli. Auf dem Amsrad sind die Endgegner immer gleich. Ich finde es trotzdem unausgewogen mit den beiden verschiedenen Fahrzeugtypen oder Flugtypen. Jetzt kommen bei mir hier auch hinten diese Helikopter, die dann später nach vorne kommen. Und was man auch, finde ich, sagen muss, ist, dass das Spiel, finde ich, auf dem Amiga vom Sound her zumindest echt besser ist als der Automat. Also die Töne waren beim Automat lang nicht so fetzig, die Explosion, dieses Boom, Puff, Dusch. Das wie viel, ist hier wie viel Level grandios. Gab es eigentlich? Wie viel Level gab es? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Nee. Soweit bin ich nie gekommen. Ich habe nur gelesen, der Automat hat eben keine Level, sondern das ist endlos. Ich bin jetzt im vierten Level, glaube ich, auf Amiga gefühlt. Ich war hier schon, also auf dem Amstrad war ich in Wave 5 gerade ja, eben. Ich bin hier bis Wave 4 gekommen und ich finde es wirklich erstaunlich gut spielbar. Auch tolle Ideen, so dass die hier an so Fallschirm runterkommen, dann kann man halt den Fallschirm abschießen oder das Viech, was dranhängt. Ah, nur diese Homing-Missiles sind natürlich fies. Und irgendwas ist oben auch mit, man kriegt auch so Orden immer irgendwie, so Auszeichnungen da oben. Das mit den Auszeichnungen weiß ich noch nicht, aber... Ich glaube, das ist, wenn man 4 Auszeichnungen hat, behält man seine Extras oder so, so ähnlich wie bei Swift. Jetzt kommt bei mir der Panzerendgegner. Ist eigentlich auch ganz leicht. Man merkt auch schon total, finde ich, die Parallelen zu Swift. Ja, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den Spielen. Auch zum Beispiel diese blinkende Dinger auf dem Boden, die dann Smart Bombs werden mit diesen Sternen, die man aufsammelt. Schild oder Smart Bomb, das ist ja genau wie bei, das wurde ja genauso bei Swift dann gemacht. Aber verbessert die eigentlich noch was, wenn man den Doppelschuss hat? Oder gibt es nur diesen Doppelschuss? Ich weiß es nicht mehr. Oh, die Smart Bomb, Wahnsinn. Ich weiß auch nicht mehr, aber irgendwas muss da noch geben, oder ist das das Einzige? Wirkt zumindest gerade ein bisschen so. Also die Smart Bomb ist ja richtig gut. Doom! Ja, die Geräusche sind einfach nur satt. Die gehen jetzt irgendwann auf die Nüsse. Ja, wenn du es über die Stereoanlage laufen lässt, dann lässt es so über eine Stunde. Oh, Mann. Aber bis dahin ist es ein Knaller, was das Wort ist. Kann man vielleicht auf die Extras schießen, dass die sich dann ändern oder so? Also bei mir ist es jetzt auch immer nur Twin. Also, wenn du auf dieses Gegröße schießt, dann hast du halt eine Smart Bomb. Wie das bei den anderen ist, weiß ich jetzt nicht, wenn du was vom Boss bekommst, ob du den auch erledigen kannst. Es ist auch fast immer perfekt flüssig. Manchmal ruckelt es ein bisschen, wenn viele Schüsse auf dem Bildschirm sind. Diese komischen flackernden Farben gelegentlich irritieren ein bisschen. Wenn ich da was eingesammelt habe und dann auch immer der ganze Bildschirm erst einmal die Farbe ändert. Wow. Der hat mir jetzt ein klein wenig überrascht. So, logisch müsste jetzt bei mir... Ja, genau, jetzt kommt wieder ein Helikopter, weil ich ja eben den Panzer hatte als Endgegner. Ah, jetzt schießt er einen Schuss, eine 2 Schüsse mehr. Kugeln und Riesenrakete kommt jetzt noch hinzu. Oh Gott. Ja, das mit den 3 Quad... Oh nein, das geht gar... Was? Continue, ja. Aber wenn man zu zweit spielt, hat man gar nicht so viele Credits, glaube ich. Ich glaube insgesamt 3 Credits, oder? Für beide. Genau, und der andere verbraucht dann auch immer einen, der andere Spieler und so. Ja, aber kann der eine nicht weiterspielen, wenn der andere schon Game Over ist? Ja. Ja, das geht, aber... Ich glaube, insgesamt ist das eher ein kürzeres Vergnügen zu zweit. Also man kann die Extras nicht abschießen, es ist immer nur Twin. Das ist eher lame. Das ist wirklich blöd. Das muss doch noch mehr geben als nur Twin-Schuss, oder? Oh Mann. Wie die diese Raketen rausrotzen, auch so pump, pump, pump. Wie bei so einem Mörser irgendwie. Muss jetzt gleich der Boss kommen.
Und auf dem C60 ist die Grafik tatsächlich ein bisschen schwächer. Was ist denn das hier für ein... Also hier läuft irgendwas nicht ganz rund. Ich habe jetzt mal die NES-Version gehört. Die sieht ja ganz gut aus, aber es geht viel zu schnell. Die sieht ähnlich aus wie von C60 hier. Guck mal, das hat Ansätze davon. Stimmt. Aber sie geht ein bisschen zu schnell irgendwie, also die Steuerung insbesondere. Wobei spielerisch ist es hier auch gut. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie viel wollen die denn auf dem Bildschirm raufhauen? Es wird irgendwann sehr voll, ja. Das, hatte ich ja, auch daraus, das war aber das Problem bei Swift, aber genauso. Irgendwann hast du so viele Gegner, dass du ohne Trainer einfach nicht weiterkommst. D64 ist definitiv schwerer. Warum ist die C64-Fassung schon ein bisschen schwerer? Und ich habe auch keine Credits hier, glaube ich. Hast du vielleicht einen kleineren Bildschirmausschnitt? Nee, die ist einfach schwerer, die Version. Und man hat weniger also man hat keine Credits. Also ich bin jetzt auch in Level 4 und es kommen immer noch neue Gegner hinzu. Also bis jetzt hat sich's noch nicht wiederholt. Ja, vor allem die Menge der Gegner ist einmal. Ja, aber das ist ja auch gerade das Coole an diesen Silkworm und Swift-Spielen, finde ich. Es schmeißt ja halt hunderte von Gegnern entgegen, aber man muss jedenfalls immer nur einmal treffen. Und dadurch hat man immer das Gefühl, dass man halt sich durch Horden von Gegnern durchbratzt. Statt wenige Gegner, die man oft treffen muss. Was irgendwie frustrierender ist. Also ich finde das hier spaßiger, diese Idee. Klar, der Bildschirm ist voll von Gegnern, aber die sind dann auch immer alle sofort tot. Trotzdem ist das hier viel schwerer, komischerweise. Da ist was Neues. Es gibt doch noch was nach Twin. Eine komische... Ah, das ist Geschwindigkeit. Schneller schießen und schneller bewegen. Aber jetzt tot. Hast du jetzt auf das Ding draufgeschossen? Oder wie hast du das bekommen? Nö, einfach wenn man schon Twin hat und dann den erledigt, dann kam damit einmal so eine, ja, graue Wurst. Und das war dann schnell. Oh, hier, die Mini-Viecher, die gibt's doch auch genauso bei Swift. Die großen Helikopter, die kleine ausspucken. So, ich kann jetzt hier nochmal das Dauerfeuerproblem zeigen. Das ist tatsächlich hier ganz krass. Das wird sich auch. So ist das Dauerfeuertempo. Und wenn ich händisch drücke, ist es fünfmal so schnell. Also, das ist ein Unterschied Tag und Nacht. Die haben tatsächlich auch hier Dauerfeuer extrem runtergeschaltet. Ich möchte mal anmerken, dass die NES-Version echt gut ist. Aber hätte dieser Scheißkiste gar nicht zugetraut. C64 spielt sich gut, aber sieht doch ein bisschen komisch aus jetzt für mein heutiges Empfinden. Ich finde die NES-Version, die sieht echt gut aus. Und die Farbpalette ist jetzt gerade ein bisschen wild, aber... Details, Leute. Ist das hier jetzt eine hübsche C60-Grafik? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also dahinter, wo die Sprites sind, nett. Ja. Alter. Hallo Jungwolle übrigens. Immerhin ist es eine Art Parallax-Swording. Die Nintendo-Version ruckelt leicht, ne? Oder ist das nur im Stream bei dir? Nur in der Übertragung? Nee, ich habe hier gerade wieder mal Brandenburger Internet. Das ist alles. Ach so, wir haben Hamburger WLAN, das ist genauso gut. Nein. Ja, nee, aber ihr ruckelt bei mir auch zum Beispiel. Manchmal friert hier Zoom direkt ein. Also ich sehe, ihr redet, das höre ich noch, aber ich sehe gar keine Bewegung. Also wirklich lauter Standbilder bis auf meins. Dann gucke ich schon mal auf den Stream, ob überhaupt noch was funktioniert. Ist halt ein Entwicklungsland für Internet. Ja. Morgen kriegen wir Fenster, nächste Woche ist Fliesenwasser angesagt. Immerhin. Und wann kriegt ihr ein Dach? Ach so. Gar nicht. Das haben sie schon gesagt. Das Zelt reicht. Zelt muss reichen. Richtig. Naturjungs hier. Ja gut, in der Natur hättest du ja eh Fliesenwasser gehabt. Wenn es denn mal regnet. Wobei aktuell regnet es ja ständig. Oh, ein Bohrer. Hier ist ein Bohrer. Der war, glaube ich, ganz fies für den Jeep immer. Der kommt dann irgendwann nach vorne geschossen. Oh, hier, eine Wand, die ich zerstören kann. Mit einer Tür unten für den Jeep. Auch witzig. Eine Drehtür, was es nicht alles gibt. Nutzt aber auch die Credits, Arne, ne? Ja, die drei, die ich kriege, ja. Die mir das Spiel gibt. Nachwerfen kann man, glaube ich, keine. Nee. Aber hi, Peter, Peter, servus. Genau, piu piu.
Diese Viecher, diese Mittelgegner, die sind auch genau wie bei Swift, die man im Halbnetz treffen muss. Was ist denn bitte hier? Jetzt kommt hier was Neues, eine Art feuerspeiender Helikopter mit Flammenwerfer, der zusätzlich zum Endgegner hier noch rumgeflogen ist. Wow, das ist der Düsenschütze. Also ich weiß nicht, mir macht's einen Heidenspaß gerade, ich find's richtig cool. Autsch. Ja gut, die Abwechslung kommt halt hier nur durch die Gegner und die Gegnerhorden, die dir entgegengeworfen werden. Bestimmt nicht. Ich habe vorhin eben alles lila gehabt, jetzt habe ich alles gelb. Bei mir ist alles braun. Oh Gott. Ja, bei mir ist auch was Neues. Jetzt kommt hier Ozean und so, also der Hintergrund ändert sich auch schon. Aber ich muss, ich bleib dabei, die NES, für eine NES-Version finde ich hier richtig gut. Raketensilos hier. Guck mal, Arne, ich habe das im Level vorher hier, das hast du eben gehabt, diese Dinger. Ja genau, diese Wand, ja. Die habe ich in Level 3. Witzig, komisch. Der sich hat andere Level. Das ist ja abgefahren. Der hat wahrscheinlich weniger. Oh, also, hier sieht man im Hintergrund einen Flugzeugträger und da starten die Flieger von, die jetzt vorne im Vordergrund mich dann jetzt angreifen. Das ist ja auch cool. Jetzt starten sie wieder, jetzt kommen sie gleich ins Bild. Sehr schön. Also das sind so diese Details, diese Detailverliebtheit, die merkt man hier schon so ein bisschen, die man dann später auch bei Swift hatte. Swift natürlich noch viel mehr Details. Ich denke nur so an die Sandspuren, die der Jeep hinterlässt und so. Aber weißt du die Geschichte genau, Arne? Bei Swift waren das jetzt wirklich völlig andere Leute und das war nicht als Vorsetzung gedacht, weil irgendwie gibt es ja verschiedene Geschichten drüber. Naja, das, sag mal so, das Original, darfst nicht vergessen, das Original ist ein Automat. Also das, die haben ja letztlich nur eine Umsetzung gemacht. Silkworm ist ja auch, Silkworm war ja auch ein Automat. Ja, sag ich ja, Silkworm ist der Automat. Du hast eben Swift gesagt, deswegen. Swift war ja dann. Da habe ich nur genuschelt. Achso, okay. So, ich wechsle mal die Version. Ja, waren das dieselben Macher denn? Weiß das jemand? Bei Programmierer und Firma? Weiß ich gar nicht mehr. Im Übrigen, so klingt die ZX Spectrum Fassung. Das ist schön. Ganz ehrlich, geht aber. Gell? Gar nicht mal so schlecht. Ich fand nämlich hier die Amstrad-Version klingt fetzig, auch gut vom Sound. Aber kein Spiel hat Hintergrundmusik, ne? Immer nur Ton. Also nur in den Menüs. Schade, so eine schöne Musik im Hintergrund wird mir doch gefallen. Boah, schau mal, wie viele Gegner die gleich von Anfang an entgegenschmeißen hier in der Fassung. Die passen farblich zu Stefans Webcam. Hey. Ja, die waren grau, aber du bist ja jetzt farbig. Also, ich wollte sagen, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, klar. Du warst vorhin etwas blass. Ja, ich war einfach wie mein Leben. Grau und trist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich mich jetzt dahin bewegen soll, um dem Ganzen auszuweichen. Okay, die ist deutlich gemächlicher, dann auf jeden Fall zu spielen. Naja, die ruckelt, meinst du? Ja, so direkt wollte ich es jetzt nicht aussprechen. Das heißt, du magst den Spectrum, weil er ruckelt. Aber es spielt sich halt langsamer. Es sieht auch gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Ich finde es immer nur merkwürdig, dass es halt keine Farben hat oben, aber es sieht gar nicht schlecht aus. Die Auflösung ist ja gut. Peter, endlich mal einer, der das erkennt, was ich sage. Nee, auch hier finde ich das Level eigentlich recht hübsch. Wir reden vom Kack-NES. Lackert wenig nicht. Ja. Ich stelle mich nur manchmal an wie der letzte Mensch. Das ist was anderes. Oh, der. Und das Ruckeln ist gegen meine Internetleitung. Hier ruckelt nichts tatsächlich. Boss verträgt aber schon einiges hier. Welche Wave bist du, jetzt, Arne? Wie weit? Ich bin jetzt am Ende von Wave 6. Ohne Credits, alle Credits verbraucht. Aber du weißt auch nicht, wie viele Waves es da gibt, ne? Nö, aber mehr als 10 auf jeden Fall, vielleicht 12 oder so. Weil da ist ja eine 0, 06. Na gut, das heißt ja nichts. Wäre auch witzig, wenn ein Spiel noch 5 Level hat und dann so anzeigt 001, 002. 0001, genau. 005, Ende. Ich denke schon, es wird mehr als 10 geben, denke ich. Oder vielleicht genau 10, aber. Steckt aber hier einiges ein schon. Das will auch nicht kaputt gehen irgendwie. The continue play will not be available after this stage. Aha, die siebte ist die letzte, wo man noch continuen kann. Das ist ja auch interessant. Die siebte ist jetzt aber auch schön so in der Nacht.
So, sieht so aus wie L.A. in der Nacht oder so. Der Hintergrund fällt mir gerade bei dir. Hast du ja deine Continues perfekt eingesetzt. Super, jetzt alle weg, vom genau. Zwischenboss komme ich direkt zum Endboss. Ohne dass es weitergeht. Ah. Ach, das war eine... Okay, ich habe die Waffe nicht als solches erkannt. Mist, ich habe nicht hingeguckt, weil ich bei dir geguckt habe und bin gestorben. Ah, Spektrum, ja gut, dein Helikopter ist etwas zu groß, finde ich. Das Ganze ist etwas zu groß für den Bildausschnitt. Du hast ja nicht sonderlich viel Platz. Kann das sein, dass ich beim Zwechtsicht immer die Anzahl an Gegnern abschießen muss und dann... Warum zählt der bei mir unten die Gegner? Habt ihr auch einen Zählen? Jetzt hat's mich erwischt in Wave 7. Bei mir zählt der nicht nur Zeit. Nee, bei mir nicht. Guck mal, was du machst, wenn du beschießt. Das ist keine Zeit. Der hat sogar eben in Hexadezimal weitergezählt. Guck mal, wenn ich jetzt die Sachen abschieße, dann... Nee, jetzt passiert gar nichts mehr. Egal. Ganz merkwürdig. Ned Langman, John Crowdy. Die Credits sind auch witzig mit Gesichtern. Ronald McDonald, Besserick, Warren Mills. Ach, Mann. Wie verbringt ihr denn jetzt hier? Ich habe hier diesen Zwischenboss, der schießt gar nicht. Der trägt aber einen ganzen Arsch voll Munition. Herr Dokumogi, danke für die Abos, die du da verschenkst. Ich finde es auch immer noch verstörend, dass ich den Amiga-Sound von Maniac beim Zwetschig höre im Hintergrund. Das ist sehr... Ja, das ist aber schon der Spektrum-Sound bei mir. Oder, ne, Amiga, ne, okay, deswegen passt es jetzt besser, hast recht. Deswegen passt es jetzt besser. Also ich kann bestätigen, das sind exakt die gleichen Entwickler, die Swift auf dem Amiga gemacht haben und Silkworm auf dem Amiga okay, gemacht haben. Okay, deswegen nennen es auch alle die Fortsetzung. Das ist ja nur, weil es keinen Automaten gab, nicht offiziell wahrscheinlich dann, ne? Ich denke auch, dass... Ja, die haben es halt nicht lizenziert als Fortsetzung. Deswegen, stimmt, ja. Sie hatten den Namen vielleicht nicht, ja, aber SW4, also mein Freund hat mich damals verarscht, mein Schulfreund, und gesagt, er hätte Silkworm 4. Nein, das war Arne, das wurde Römisch damals, 4. Das wurde auch in Zeitschriften als Silkworm 4 bezeichnet, tatsächlich, warum auch immer. Und ja. Einige haben es auch abgekürzt als mit einer, als es Abkürzung Silkworm gesehen. Silkworm in Vertical, da habe ich mal gedacht später. Aber auch das ist nicht bestätigt, da gibt es ganz viele Theorien. Und Silkworm 4 stand sogar manchmal in Zeitungen, witzigerweise. Ja. Da habe ich mal gedacht, wo sind verdammt nochmal Teil 3 und 2? Das natürlich nicht. Also das und im bei Larry 4, da liegen die Teile rum. Genau. Sollten wir im wieder Vorspann spielen. Von Swift wird es gesagt, was es ist. Irgendwas super bla 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 Vehicle, irgendwie sowas. Das ist eine Abkürzung. Also wenn man ein bisschen wartet, im Vorspann wird es angezeigt. Ich vermute halt, sie haben das SW wegen Silkworm gemacht, aber dass es halt nicht Silkworm ist. Das ist so meine Vermutung, dass sie einfach das dafür versteckt haben. Ja. Und das offiziell natürlich sagen durften oder machen durften. Aber die haben ja auch, wie du schon selber sagst, die ganzen Ideen komplett übernommen. Die haben wirklich das 1:1 fast in vertikal umgesetzt. Auch diese hier, wo man diese Sterne kriegt, das sieht ja genauso aus, nur von oben dann. Oder diese Helikopter, die Raketen so im Kreis wegschießen, die sehen auch genau gleich aus. Der Ton ist der optimierte Ton des ersten Teils. Also der Ton, die Schüsse, ja alles. Die Aber ich finde die Übersetzung Silkworm in Vertical auch genial dafür. Das finde ich eigentlich passt das hier auch. Ja, fand ich auch immer. Jetzt einfach nochmal Jeep. Wie kann man denn beenden hier? Escape, ja. Der größte Spaß war natürlich, mein Bruder, ich spiele Jeep, mein Bruder Helikopter, ne, und dann versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Das war schon der Hammer. Ich wollte nie einen Jeep spielen. Im Team mit dem Helikopter ist der Jeep super stark, nur halt für sich alleine gestellt etwas schwierig. Kann mal jemand sagen oder rausfinden, wie viele Waves es jetzt gibt? Das würde mich interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass die auf dem C60 völlig anders verteilt sind als auf meinem Liga. Ja, ich bin gleich wieder Game Over, dann schaue ich mal nach. Ich hatte jetzt zweimal die Sequenz, die Arne hatte, auch mit diesen Schiebeteilen. Das ist hier völlig anders aufgebaut. Der Jeep kann ja natürlich auch springen und er kann im Sprung nach unten schießen, so schräg. Und er kann natürlich auch die Schussrichtung ändern, was auch nach hinten schießen dann. Was natürlich dann auch zum Teil mächtig sein kann.
Peter, das mit dem Amiga habe ich auch gemacht bei meinem Bruder. Ich glaube, der weiß es auch nicht bis heute. Aber immer wenn er weggegangen ist, der war ja 9 Jahre, ist ja 9 Jahre älter als ich. Immer wenn er so in Disco-Zeit gegangen ist, habe ich es genutzt und bin dann in sein Zimmer und habe den Amiga angeschmissen, heimlich. Aber ich habe mehr Tarikan und so gespielt. Irgendwie habt ihr den zu stark gemacht. Oder die Schlussfrequenz. Aber schaut mal auch bei mir hier, das sieht auch schön aus. So die Häuserchen haben so kleine Fensterchen im Hintergrund unten. Und wenn man den Twin-Schuss hat, dann hat man den halt auch so mit verschiedenen Richtungen dann mit dem Jeep. Also man darf den Sound nicht zu sehr aufdrehen, sonst kann man kaum noch sprechen dabei, weil das so ein Kavums ist immer. Das ist echt. Boah. Da hab ich weggesnipert, dieser scheiß Endgegner. Peter, ich ja auch nicht. Ich durfte da auch nicht, um Gottes Willen. Ja, jetzt da. Wave 1 hinter mich gebracht. Manfred kommt noch dazu. Er hat es im Zwischendurch gespielt und wird das Endergebnis zeigen. Nein. Oh, schau mal, es ist grün geworden bei mir. Oh. Hi Manfred. Hi Manfred. Hallo. Also ab Level 7 ist es um 60 fast nicht mehr spielbar. Es ist so schwer geworden. Ich habe jetzt hier einen Trainer angestellt und das ist so bösartig. Ich höre hier immer nur Mimimi. Nein, ich fand es auf Amiga leicht. Das war kein Mimimi. Ich bin auf Amiga auf Anhieb in 6. Level gekommen und das habe ich, glaube ich, früher nie gehabt. Michael, meine Frage, du hast doch gesagt gehabt, dass ab und zu der Bildschirm so blinkt bei der Amiga-Version. Ja. Das kann sein, so blau, oder? Ja, genau. Dann kommen Endgegner. Genau, das ist die Endgegner-Ankündigung. Das habe ich vorhin auch schon hier im Jesse gehabt sogar. Ah, cool. Ich zocke C64, weil die Version hatte ich vorher nie. Weißt du, wie viel Level die hat? Puh, könnte so 15 sein, irgendwie in der Art. Okay. Weil ich habe das Gefühl, die sind, wie gesagt, völlig anders verteilt als bei der Arcade oder beim Amiga. Dass da irgendwelche Sachen früher auftauchen. Und noch was, ich habe immer den Helikopter gespielt, also Jeep war mir zu schwer. Ach stimmt, das in der Mitte ist die Anzahl, wie viele Gegner noch zu erledigen sind. In Hex, sinnvollerweise. Genau, das meinte ich ja eben. Das ist kein Timer. Ich habe noch 3C. Jetzt war ich bei 0,1, dann ist er umgeschlagen auf 40. Okay. Wenn das irgendjemand beim Spielen versteht und verinnerlichen kann. Oh, ich bin wieder Game Over, wunderbar. Das ging schnell. Ja, die C64-Version ist schwerer, haben wir eben schon festgestellt. Amiga kann man sehr entspannt spielen. Aber schön gemacht. Ach übrigens, ich hab das Henrys Haus Let's Play schon geschickt, gell? Ich werde es mir angucken. Ich bin schon geschockt genug, dass das überhaupt... Du wirst dich freuen. Was für ein Let's Play? Ach, wir hatten gestern im Stream bei Jung spielt alt Henrys Haus und das ist ja fast unspielbar, das Spiel. Also vom Schwierigkeitsgrad. Also ich und Manfred spielt es ja entspannt durch sowas, deswegen. Das Spiel hat einen Vorteil, wenn man ein Level mal geschafft hat, dann startet man mit dem Level, auch ohne Cheat. Ja, wenn man ein Level mal geschafft hat. Genau. Der letzte Level, der war das größte Problem, ansonsten, also der war ohne Cheat fast nicht zu schaffen, also ich habe gleich mit Cheat gespielt, was soll's. Er schätzt mal einen Zeitraum, wie lange ich gebraucht habe, bis ich durchgespielt hatte. 10 Minuten wahrscheinlich. Keine 9 Minuten. Weil wir haben gestern in 40 Minuten nicht den dritten Level geschafft. Wir haben ihn gerade in 40 Minuten geschafft. Oliver hat jetzt gerade noch was Interessantes geschrieben. Ja, das kann sehr gut sein. Ich fand den Automaten aber auch ganz gut. Ich glaube, der Ton war auf dem Amiga besser, der Sound war satter. Ich habe den Automaten nie gespielt. Also. Ich habe die Platine zu Hause, ich habe den privat gespielt tatsächlich. Und der Ton. Ich habe den Automaten mal ausprobiert und der Ton ist kein Vergleich. Der Amiga ist so viel besser. Da war ich etwas enttäuscht, weil ich dachte, wieso ist der Amiga-Ton besser als der Spielautomat, als die Platine? Ach, übrigens, Patrick, wenn du eine Trainerversion brauchst, am C64, ich habe eine. Ich habe hier einen Trainer an, sonst wäre ich ja niemals im 8. Level, keine Angst. Ich habe nur Amiga ohne Cheat gespielt eben, weil da kommt man ja entspannt zum 5. 6. Level. Das fand ich sehr fair und sehr angenehm, muss ich sagen. Wobei ich da auch noch nicht weiß, wie viel Level das Ding wirklich hat. Wie viele Waves.
finde es auch genial, wie gut sich das mit Jeep spielt gerade. Also ich habe richtig Spaß gerade als Jeep. Ich habe gerade aus Versehen den Jeep eingeschaltet. Wunderbar. Der fährt aber nicht lang. Der kann sich auch so schön unter die Mitte Zwischengegner stellen. Und da ist wieder die Wurst. Die graue die Wurst. Ja, jetzt habe ich Autofeuer und bin super schnell. Was hast du für eine graue Wurst? Das extra. Nicht manchmal, fragen, wenn man Twin schon hat und dann einen Mittelgegner erledigt, einen doch, Zwischengegner, dann kriegt man die graue Wurst. Du möchtest und das macht einen schnell. Arnes graue Wurst. Ja. Den erledige ich jetzt locker von vorne mit dem nach hinten Schuss. Also, es macht auch mit dem Jeep richtig Laune, Mensch. Ich kann euch beruhigen. Ich hab den Satz mit der Wurst nicht zweideutig verstanden. Das ist schön. Du nicht, alle anderen. Doch, doch. Arne, meintest du, wenn sich dieser Superhelikopter zusammenbaut, oder? Nee, einfach, wenn du schon den Zwillingsschuss hast und dann noch einen Zwischengegner besiegst, dann kommt ein neues Extra. Das ist dann nicht Twin, sondern so eine graue, wurstartige Geschichte. Ich schau mal, was jetzt als nächstes kommt, weil jetzt habe ich ja schon die graue Wurst. Jetzt müsste ja eigentlich noch was anderes kommen. Ah, schaut euch das an, eine Art Superorden kommt jetzt. Wenn ich mir vorstelle, eine Wurst, die schießt, also das müsste man nicht vorstellen. Alles hat ein Ende. Alter. Stirb endlich! Der Jeep weicht hier halt auch locker aus. Also zack, bumm. Herrlich. Huch, Stefan, was ist das denn bei dir? Das sieht ja aus wie Gradius. Ja, die Endbosse werden immer, da wird der Bildschirm immer komplett schwarzer Hintergrund da irgendwie und dann, das sind irgendwie andere Endbosse als bei euch. Alter. Ich guck mir jetzt nochmal die Arcade-Fassung an. Die ist ja tatsächlich auf dem Mister, das finde ich ja geil. Alter, Mann. Aus dem Leben hier. Ich habe jetzt dank der Wurst das Mega-Autofeuer hier. Der Wurst. Das ist wirklich das genialste Extra. Man wird schneller und... Ah, nein! Ist ja auf dem Automat viel größer, der Hubschrauber. Okay. Ich habe meinen Mister schon länger nicht mehr geupdatet. Das ist jetzt die Mister-Fassung vom Stiltworm hier. Ja, ja. Schäme dich, Stefan. Der Mister muss jede Woche geupdatet werden. Das stimmt, das stimmt. Ich habe so viel anderen Kram gerade, um den ich mich kümmern muss, Arne. Das ist alles ansonsten. Und dann ist es auch so, mir fällt es ganz oft ein, ja, Donnerstags, so eine halbe Stunde, bevor es losgeht. Und den Fehler mache ich nie nochmal. Ja. Kann man beim Automaten nicht nach schräg unten schießen? Was ist das denn für ein Scheiß? Oder ist es der andere Knopf dann? Ah, es sind zwei Knöpfe. Scheiße. Was ist denn hier für eine Welt? Toll. Was ist denn das hier? Ich kann die Arcade-Fassung nicht spielen. Wie soll ich denn mit zwei Fingern an zwei Knöpfe und an Stick ran? Das geht doch überhaupt nicht. Brauchst du wahrscheinlich einen Arcade-Stick dann? Nee, ich brauche drei Finger. Ja, ein Arcade-Stick würde reichen. Dann kannst du mit der einen Hand draufklatschen die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Ein Gamepad würde auch gehen eigentlich. Wie das nicht? Ja, mit Gamepad sowas. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, hier ist ein Competition am Automaten, das ist natürlich etwas albern. Weil den zweiten Knopf kann man da nicht gleichzeitig drücken, das ist ein bisschen skurril. Beim Amiga ist ja auch alles auf einen Knopf, logischerweise. Das habe ich jetzt gerade etwas... Aber die Automatenpassung ist definitiv schlechter als auf Amiga. Selbst die Grafik ist nicht viel besser. Die sind unförmiger. Da ist weniger Platz auf dem Bildschirm. Das ist, glaube ich, noch konfuser. Okay. Ah, hier ist noch was. Ich sehe jetzt im Hintergrund auch diesen großen Helikopter mit zwei Rotoren, der dann später kommt und die kleinen ausspuckt. Den sehe ich jetzt auch schon im Hintergrund da so vorbeiscrollen, bevor er dann später ins richtige Bild kommt. Nicht schlecht. Alter, also, dass ich seit 20 Minuten die NES-Fassung spiele und immer raufhämmere. Aber hier ist das Dauerfeuer so, dass du nur gedrückt halten musst und alles ist gut. Ich trottel. Also, ich schaue jetzt gerade das am Longplay. Es gibt 11 Waves. Vorausgesetzt natürlich, Wave wird nicht in Hex gezählt. Das heißt 11 Level und das Longplay dauert 26 Minuten. Ich habe definitiv Grafikfehler in dem Level. Mit den Gegner, die nicht da sind.
die ich dann aber doch irgendwann treffe. Oder das ist Tarnkappentechnologie. Alter! Gut, nachdem wir jetzt eigentlich alle Versionen gezeigt haben, nachdem Stefan schon so früh gehüpft ist. Nee, doch gar nicht. Du bist doch in der NES-Fassung, oder? Ja, genau. Ich bin aber so viel. Ich bin von Amstrad auf NES, das war's. Ja, genau. Ich bin jetzt von Amiga auf Spektrum und Patrick von Amiga auf C64. Bis Manfred dann ist bleibt C64. Noch der ST. Arne hat noch, Patrick hat noch den Arcade ausgepackt. Micha, da meintest du mich. Ja. Ich müsste noch die ST-Fassung. Und ich müsste zum Amiga wechseln, oder? Weil die Version nicht früher gespielt. Müssen tut hier keiner was. Muss mal schauen, ob ich irgendwo die ST-Fassung herkriege und die auch starten kann. Soll die besser sein? Oder? Soll die ganz gut sein? Oder? Ich habe keine Ahnung. Das Bild war's. Ist das Bild. Ja. Nach wie viel Leveln? Moment, what do you mean? Also irgendwie, vielleicht geht's doch noch weiter. Aber das sieht eigentlich ganz nett aus. Ich würde jetzt. Nach wie viel Leveln waren das jetzt? Das waren, glaube ich, nur 7 Level hier. Ich würde erst die Version mal testen. Ich nehme alles zurück. Ich gehe hier weiter. Vielleicht kann ja jemand aus dem Chat mal recherchieren, welche Version wie viel Level hat. Ich finde das sehr verwirrend. Amiga hat laut Longplay 11. Okay. Da kommt man schon ohne viel Training ins 7.8. Das ist eigentlich ganz fair. Die NES-Version hat unendlich Leben, ohne dass ich einen Trainer eingestellt habe. Wusste ich aber auch nicht. Ich probiere jetzt auch nochmal den Automaten. So direkt. Da bin ich gespannt. Aus. Das sah nicht so gar nicht so hübsch aus. Ich fand den Hubschrauber zu groß. Mal sehen, wie es bei Arne aussieht. Oh ja, oh Gott, ja. Was hat denn das bitte jetzt mit dem... Du hast einen Mimix. Der Sound ist ganz schlecht beim Automaten. Wisch, 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 wisch. Aber du hast ja kaum Platz. Du hast keinen Platz auf dem Bildschirm. Merkst du das, Arne? Ja, es ist alles viel größer, klar. Das merke ich auch. Aber ganz schlimm ist vor allem der Sound. Die Grafik geht fast noch, obwohl es wirklich groß ist. Was sind die bei dir denn da eingebaut, Stefan? Ja, ich weiß auch nicht. Ich sage, da gehört da irgendwie nicht rein normal. Stefan spielt irgendeinen Remix. Das passt gar nicht. Was macht der denn? Hast du an das Spiel gestartet? Das ist Sick vom 3. Ich weiß auch nicht. Ich bin völlig irritiert. Haben die noch übergehabt vom anderen Spiel oder was? Anscheinend. Ich weiß nicht, ey. Du, wir haben da noch diesen Boss, können wir den da irgendwo noch verwerten? Weiß ich nicht, was jetzt passiert. Keine Ahnung, das ist halt down. Hm. Und jetzt geht Shoplifter weiter oder was? Oh, Mann und Frau. Robert und Stacy, wusstet ihr das, ja? Die beiden Piloten oder Fahrer? Ja, Mann und Frau. Wer fährt was? Oder fliegt was? Ist, keine Ahnung. Es war ein bläulicher oder ein grünlicher Helm oder irgend sowas. Oh, was ist denn das? Ist das die Erde? Nee, was ist denn das? Doch. Die haben daraus eine Science-Fiction-Geschichte plötzlich gedreht am Ende. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, hat ja niemand gesagt, dass es Sinn machen muss. Nö, aber jetzt habe ich irgendwie. Jetzt haben wir klassisch durch. Das ist doch gut. Hast du die ST-Passung mittlerweile zum Laufen bekommen? Ich habe sie jetzt erstmal besorgt. Ja, okay. Schau ich werde hier auch gleich mal starten, damit ich es mal auch gesehen habe. Cool, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt müsste man theoretisch also die Konsole ausmachen. Na gut. So, jetzt.
Also ich einmal hier rein. Silence. Er tut was, das ist doch schon mal schön. Erwartet Double Sound und leichte Ruckelgrafik. Mal sehen, bin gespannt. Da haben wir eine Atari-Fassung. Lass die Melodie erstmal laufen. Gut, das hat jetzt mehr vom Sound her so Science Fiction. Piu, 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 piu. Oh, was ruckelt die Hunde. Ach, Michael, wenn es bei dir läuft, mach mal ruhig den Ton an, dass man das mal so in Vergleich. Gerade nicht, Moment. Okay. Ich versuche nur gerade mein Joystick irgendwie zum. Ach, da kann ich ihn einstellen. Ich habe es auch mit der ST-Version hier, also die spielt sich gar nicht schlecht. Also der Sound ist halt klar, ist hier entsprechend, aber. Aber es ruckelt. Also grafisch ist es, glaube ich, ein bisschen schlechter, wobei ich habe extra die Amiga-Version als letztes mir vorgenommen so für heute. Aber grafisch geht es, glaube ich, aber es ruckelt leicht und der Sound ist halt wirklich so piu, piu, piu. Weißt du, so am Amiga hast du so die sattesten Sounds, die du überhaupt vorstellen könntest. Das wird interessant bei diesem Boss auf in der ST-Version. Ja, da wird der Trefferton immer höher, dass man genau weiß, dass man dagegen explodiert, wenn der Boss explodiert. Ja. Aber gut, ich sehe die Version heute zum ersten Mal. Ich die auch. Also definitiv. Ich kenne wirklich nur die Amiga-Version, also kannte ich voll heute so rum. Ich hatte zwar einen Kumpel, der ST hat, aber der hat es derzeit nicht mehr gezockt. Also. Ich glaube auch wirklich, ne? Wobei zu zweit macht es auch auf dem ST garantiert Spaß, wenn man eben gar keinen Vergleich hat. So, also das ist schon grafisch, fällt es schon ab jetzt. Zumindest gegenüber meiner Erinnerung. An die haben wir den Sound wieder frei? Damit man auch das Intro hört. Der Intro-Sound geht sogar. Ja, so schön ist es nicht. Dudim, didim, dudim, didim. Die Musik ist auch cool. Ja, dann sind wir eigentlich durch, oder nicht? Ja, das ist jetzt die letzte Version, die bei mir jetzt läuft, die wir noch nicht gespielt hatten. Okay. Ah, noch ein Analogstick. Okay, der Amiga-Version klingt natürlich deutlich satter. Das hat für mich gerade so CPC-Gefühle. Grafisch nicht viel von der Amiga-Version. Nur das Autofeuer ist deutlich langsamer. Ja, aber es ruckelt. Ja, ein bisschen. Grafik hat bei euch aber auch einige Farben weniger als beim Amiga. Ja, auch die Hintergründe jetzt hier in meinem Level. Das Grün so der Berge, aus. Ja. Ja, der Untergrund schaut ein bisschen komisch aus. So blass. Also im ersten Level fand ich das noch okay oder im ersten Wave. Hier finde ich das, hier fällt das schon grafisch schon ab, der Hintergrund. Aber wie gesagt, nur aus der Erinnerung, die ich habe, und die trügt ja leider auch häufig, ne? Die eigene Erinnerung, die man hatte an damals. Weil damals alles grafisch Bombast-Spiele. Wenn man es heute anguckt, denkst du, oh. Ah, Mist, hat er mich so erwischt.
Schon. Ja, so. Das klingt aber schon wirklich sehr billig gemacht, der Sound. Ja, ja, naja, ist halt der ST-Soundchip, der kann es halt nicht viel besser wahrscheinlich einfach, ja. Aber hier in dem Level finde ich es eigentlich schon wieder ganz nett mit dem. Da kommen die tristen Farben ganz gut zur Geltung. Das finde ich allerdings ganz witzig, wie sich der Sound quasi auflädt. Wenn du den Boss mal wieder triffst, bis er explodiert. Das war das, was Manfred eben meinte. So als Indikator. Die Explosionen rauschen auch noch. Wird der Rauschgenerator sein, den hatte der CPC ja auch im Soundchip integriert. Ich meine mich zu erinnern, dass Amstrad CPC und Atari ST den gleichen Soundchip hatten. Das aber nicht mehr genau. Ich hatte irgendwie das Problem gehört, beim CPC war, dass der Lautsprecher, der da drin war, nur so ein kleiner PC-Speaker war. Aber wenn man den CPC an die Anlage angeschlossen hat, dann hatte der eigentlich den gleich guten Sound wie Atari ST, glaube ich. Okay. Je nach Spiel natürlich, wenn es auch ausgenutzt wurde. Ja. Ich bilde mir ein, dass sie irgendwie gesagt haben, beim Vectrex-Thema im Retro und beim Podcast, ne, dass der Vectrex oder die Vectrex-Konsole fast denselben Soundchip drin hat. Aber das bilde ich mir ein, sagen wir so, ob das so war. Und was kommt? Ach so, ich muss ihn weiter oben treffen. Okay, das finde ich ganz nett. Da hat eine Trefferzone. Vorher gar nicht aufgefallen. Atari ST und Amstrad CPC benutzen den gleichen Soundchip, aber beim Atari ST ist er doppelt so schnell getaktet wie beim CPC. Alter, was ist denn jetzt los? Oh, und das schau mal her, ich werde hier gerade zugeschissen mit diesen Kugeln. Ja. Aber immerhin komme ich direkt beim Boss raus. Ja, okay, Oliver hat es gleich wieder komplett gemacht mit seinem Wissen. Ja, zumindest bin ich zufrieden, dass ich mit dem Vectrex, warum auch immer ich mir das gemerkt habe, dass ich halt nicht war. Was ist das für ein Gefurz bei deinem Sound, Michael? Gott. Ja. Ja. Es furzt in immer höheren Frequenzen. Ja, das ist, wenn der Boss kommt, wird, umso höher ist der Ton. Ah, nee, das ist der Fart of Dead, oder? Ja. Ach, wow. Endlich spiele ich mal die richtige Version. Leute, ihr wisst gar nicht, was das für ein Genuss ist, wenn man so... Ah. Wenn man die Amiga-Version auf die ganzen Strapazen auspackt? Ja, aber ernsthaft, das habe ich wirklich gedacht, dass ich mir das als letztes Mal anschauen will, so ein bisschen. Weil sonst ist man ja so versaut, wenn man sich die kleineren Version anguckt. Ich meine mich zu erinnern, dass Silkworm 1 unser allerersten Amiga 500 Spiele war. Das hatten wir, glaube ich, schon vor dem Amiga 500 oder so, aber genau weiß ich es auch nicht. Dann glaube ich 89 raus, ne? Ja, mein Nachbar hat ja vor mir Amiga. Und da haben wir, es war auch eins meiner allerersten Amiga-Spiele, die ich mitgespielt habe. Das hat er da gehabt. Ja. Das war eins der ganz frühen und wirklich damals schon beeindruckenden Spiele. Ja, definitiv. Das kann man auch heute noch ganz gut spielen, definitiv. Also das kann man heute einem zeigen und sagen, hier spiel mal ein bisschen, wenn du Spaß an so einem Spiel hast, muss man sich nicht schämen für.
Okay, nochmal Credit. Also, die Atari-Version ist deutlich schwerer als die Amiga-Version. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ich habe in Wave 3 aufgehört. Mir ging das Gepiepe zu sehr auf den Keks. Wobei, wenn man hier diesen großen Einfluss trifft, macht sie auch immer irgendwie so irgendwelche Piepgeräusche. Also. Das muss 1989 die Zeit gewesen sein, als wir unseren Amiga neu hatten, weil wir hatten damals schon so eine 10er-Diskettenbox mit Spielen, bevor wir überhaupt den Amiga hatten. Und da war Batman the Movie drin und Silkworm. Und das war beides, ist beides 1989 erschienen. Macht ja Sinn. Ah, Batman the Movie, mag ich auch. Ja. Da habe ich auch die C64-Version als erste gespielt und fand die voll toll. Und habe es auch durchgespielt, irgendwann so gut, dass ich es ohne Trainer durchgespielt habe, weil ich hatte keinen Trainer. Ja. Und dann habe ich bei meinem Nachbarn die Amiga-Version gesehen mit den Autofahrsequenzen. Und dann irgendwie hatte ich dann gar keinen Bock mehr. Die Amiga-Version schaut schöner aus, finde ich aber nicht so gut spielbar wie die C64-Version. Ja, auch die Fahrsequenzen, die sehen einfach nur geil aus, sage ich mal. Oder sahen damals. Ja, die sehen einfach nur schön aus, aber das war es dann schon. Eigentlich ist es die isometrische Version von C64, die viel, viel besser spielbare. Ja. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, ich habe es tatsächlich nie geschafft, den Joker mal zu treffen am Ende. Ich bin im fünften Level immer bis zum Hubschrauber gekommen und dann ist er geflüchtet. Das ist so ziemlich enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Durchgespielt. Michael, es gibt so ein paar Spiele, da konnte man sich reinbeißen, das kann ich aber heute nicht mehr. Ich habe auch die Untouchables durchgespielt und fand das mega gut. Ich habe heute gefragt, nicht mehr durchs erste Level. Leute gefragt, dass du den Joker fertig machst. Du musst das Batarang mit Diagonal schießen. Du kannst ihn nur so treffen. Ja, ich habe meistens immer zu spät reagiert. Das war schon das große Problem. Bis ich realisiert habe, dass der da schon wieder am Seil hängt, habe ich schon verpasst zu schießen. Hi Sebastian. Hi Sebastian. Shadow of the Beast kam auch 89 raus. Das war auch in unserer ersten 10er-Diskettenbox. 10er-Diskettenpackung. Ja, stimmt, Shadow of the Beast. Also die Musik ist immer noch gut. Aber im Spiel. IK Plus war auch eins unserer ersten Spiele. Das hatte ich damals schon auf dem Grabbeltisch gekauft, weil das war schon ein Jahr alt damals. Auf dem Amiga. Da gab es das schon billig bei Karstadt oder Kaufhof oder so. Mir ist jetzt tatsächlich ein Spiel in die Hände gefallen. Und dem heißt es, es ist eins der ersten Amiga-Spiele überhaupt. Mindshadow. Sagt einem das was? Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also nicht mehr vom Namen nach. Ja doch, ich kenne das. Das ist so ein komisches Spiel, was so die Workbench gar nicht abschaltet, ne? Was so in der Workbench so läuft oder so. Das ist ein Text-Adventure. Tatsächlich. Allerdings, auf dem C64 war es ein Text-Adventure, aber Amiga haben sie dem dann so einen Parser verpasst. Ähnlich wie die ersten Legend-Spiele. Und ziemlich üble Grafik, ne? So Liniengrafik oder so. Ganz nee, schön gar nicht mal. Aber Amiga sieht sogar einigermaßen ordentlich aus. Die haben halt die C64-Grafik genommen und einfach dem mehr Farben verpasst. Wir haben eine Frage, brauchst du das richtige Schrottspiel von Amiga? Nur her damit. Artura. Das ist grauenvoll. Moment. Das wollte mir mal ein Kumpel schenken und da war aber die Diskette nicht drin. Wenn ich dann das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, gut, das war eine Glückssache.
Also Tora wird dich freuen, das ist so ein richtiger Spielhit. Und ich bin Gemauer. Wunderbar. Ach, mit Manfred, okay. Du verdrängst wohl scheinbar, was sagt Oliver. Was ich? Ja. Warum? Du verdrängst Castlevania auf Amiga. Ach, dieses wunderschöne, tolle Spiel. Ja, vor allem, das war das ist wirklich grauenvoll. Also das war. Nee, es war. Arthur, ja, sieht doch vielversprechend aus. Viel Spaß beim Spielen, das würde dich so freuen. Durchschnitt 51% in der Kritikerwertung. Ja, das Grausame ist die Steuerung. Bestimmt. Mhm. Alter, wer soll denn das ohne Schummeln schaffen? Aber wir driften jetzt schon so weit ab. Haben wir eigentlich noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Nö. Schön war's. Jetzt sind wir zwar relativ früh dran, aber eigentlich können wir auch zum Fazit kommen, oder? Wir wollen auch noch was anderes spielen. Um nochmal abzuschweifen, ich hätte noch ein Spiel für eine Amiga. Michael, du kannst Fire and Forget zocken. Fire and Forget, das kenne ich sogar von irgendwoher. Das kenne ich auch. Das ist dieses komische Autorennen mit Waffen. Ah, okay. Das war bei mir eh schon zum Durch. Sehr ruckelig, also an Lotus kommt es nicht ran von der 3D-Darstellung. Nee, Peter, wie hätten wir das machen sollen? Über Amiga Live weiß ich gar nicht, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, ob man das so zwei spielen kann da. Ja, es gab es bestimmt bei Amiga Live, aber bis wir wieder Amiga Lives verlaufen bekommen, hätten wir die erste Stunde vertan. Naja, hätten wir gewusst, wie kurz wir spielen, hätten wir dann noch Zeit gehabt. Ja. Muss ja auch nicht immer 3 Stunden lang gehen. Also von mir aus können wir auch jetzt das Fazit machen. Ich kann ja einfach mal anfangen mit meinem Fazit. Gerne, also ich finde natürlich den Nachfolger Swift, der ist dann das wirkliche Meisterwerk dieser Entwickler, aber ich finde auch das Silkworm hier schon super. Die ganzen kleinen Details, die da drin sind, so grafisch und auch diese Steuerung mit dem Helikopter und dem Jeep, dass man sich da so im Team so ergänzen kann und der Jeep sich auch ganz anders spielt, finde ich ganz toll. Die Animationen der Gegner sind auch super. Es ist von 89, eines der frühen Amiga-Spiele, läuft absolut technisch eigentlich perfekt flüssig. Wahnsinns-Sound, der einen damals noch mehr umgehauen hat, aber jetzt auch noch von den Explosionen her und so richtig reinhaut. Also, ich finde es eigentlich immer noch super. Wirklich toll. Und wie gesagt, ich mag das halt sehr gerne, dass der Bildschirm mit Dutzenden von Gegnern voll ist, aber jeder eigentlich mit einem Schuss zu erledigen ist, außer so ein ganz paar spezieller gelber Gegner oder so, die man öfters treffen muss. Also bin immer noch begeistert. Aber es kann jetzt auch eigentlich nur eine halbe Stunde begeistern, weil irgendwie, da spielt man einmal, kommt in Level 7 und ja Gott, und vielleicht noch einmal und das war's dann auch jetzt für mich so. Ja, dann nehmt ihr einfach rein. Mir hat man ja, und ich gehe mal ins Vollbild, mir hat man ja vorgeworfen, nach dem Lotus-Stream, dass wenn ich keine Ahnung von Amiga-Spielen habe und sie mir nicht gefallen, dann soll ich doch einfach wegbleiben. ganz so unter dem YouTube-Video, tatsächlich. Auch, das ist aber jetzt eigentlich wieder ein Spiel, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, weil mir dieses Genre so überhaupt nicht gefällt. Aber wenn ich mir jetzt die unterschiedlichen Versionen, die ich jetzt mal probiert habe, anschaue, die Amiga-Version ist wirklich extrem gut gelungen dafür. Sie ist tatsächlich spielbar und auch wenn man absolut keinen Bezug zu diesem ganzen Genre hat, kommt man mit der einigermaßen gut klar. Also ich bin auch auf Anhieb in das dritte Level gekommen, mit ein bisschen Ausprobieren ins fünfte. Es ist halt... Irgendwann wird es halt einfach so schwer, weil dann nur noch Gegner und Geschosse auf dich zugeworfen werden. Dass es für mich dann einfach nicht mehr weitergeht. Aber bis dahin finde ich das Spiel auch auf den anderen Versionen
gar nicht schlecht, tatsächlich. Also nichts, was ich jetzt häufiger oder überhaupt wieder spielen will, aber es ist nicht das schlechte Spiel, das ich erwartet hätte. Und man muss bedenken, die Amiga-Version ist sogar besser als der Automat. Also, das ist ja auch ungewöhnlich. Ja, den Automat habe ich jetzt heute nicht ausprobiert, aber die Version, die ich getestet habe, da fand ich keine jetzt wirklich schlecht von. Ja, dann mache ich die nächste Fazit schnell. Ich habe halt, meine Beziehung ist halt zu Silkworm eben, was ich schon gesagt habe, das ist eines meiner allerersten Amiga-Spiele, was ich überhaupt live gesehen habe. Mir macht es immer noch Spaß, mir macht es tatsächlich auch mehr Spaß als Swift. Swift war mir zu verkopft, auch jetzt hier im Replay, sage ich mal. Obwohl es technisch natürlich das wesentlich bessere Spiel ist, aber naja, da ist halt so die Emotion. Ich finde auch die Versionen, die ich gespielt habe, eigentlich alle ganz gut. Also die Amstrad-Version fand ich für Amstrad-Verhältnisse sogar sehr, sehr gut. Die NES-Version fand ich auch überragend, eigentlich fürs NES, sage ich mal. Aber die Amiga-Version bleibt die einzig wahre, in Anführungszeichen. Ja, der Sound ist satt, da ruckelt gar nichts, ist immer flüssig. Schönes Spiel, also. Und was irgendwelche Leute unter YouTube schreiben, ach Gott, wen interessiert's? Von daher, Spaß hat's gemacht. Manfred, leg los. Also, ich teile die Meinung, also, wie gesagt, ich finde auch keine Version richtig schlecht, bloß, ich habe ja bloß die Amiga-Version gespielt. Und ich glaube, einmal sogar im Zwei-Spieler-Modus, aber spielt es auch nicht schlecht. Aber man spielt es einmal durch und dann gibt es eigentlich nichts Neues mehr, aber gemacht ist toll und ich mag auch die C64-Version gerne. Also, ich hatte immer die Amiga-Version. Das war's von mir. Gut, ich habe jetzt gerade in Hamburg durchgeklingelt. Da sollte jeden Moment ein rotes Mützchen erscheinen. Ah, da ist es auch schon. So. Jetzt habe ich das Knöpfchen auch gefunden, sehr schön. Ja, seid ihr fertig? So schnell? Ja, das Spiel gibt einfach noch heute nicht mehr her. Aber ich fand es trotzdem schön. Mir hat die Amiga-Fassung tatsächlich Spaß gemacht, weil sonst heißt es, wir meckern nur. Ich finde die Amiga-Fassung immer noch super und sie ist auch schön spielbar und sie ist einfach, recht simpel. Ja, der Tenor war jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich negativ. Nee, ich habe es da nur eben nicht mitbekommen, weil ich einmal hier eben weg musste. Hat jemand Zwerzig noch mal länger gespielt? Die fand ich zu schwer. Nee. Ja, und wir haben gleich aber die Atari-Version nochmal angeschaut. Scrollty? Tatsächlich, ja. Ja, sie ruckelt leicht, aber die Explosionen klingen etwas merkwürdig. Du musst aufs Knöpfchen drücken. Das tue ich. Ich muss nur im richtigen Fenster sein. Jetzt gucke ich mal, ob es geht. Super, ich wollte jetzt nochmal schön sagen, was in den nächsten Wochen dran ist. Jetzt ist meine Liste leider beendet worden. Nächste Woche war Doom, das weiß ich noch auswendig. Genau, und danach haben wir der Reihe nach Afterburner, Premiere, Immortal. Afterburner? Ja, finde ich auch irritierend, aber da bin ich sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt, ja. Weil Afterburner bin ich einer der wenigen, die das sogar von 60 gespielt haben, aber das ist auch eine Sache, die dürfte nicht... Also, wenn wir Afterburner länger als 20 Minuten schaffen, sinnvoll schaffen. Naja, es gibt viele Versionen. Wie viele Versionen gibt es von Afterburner? Es gibt für jedes System eine Hauptversion. Ganz für alles. Das gibt es ja wirklich für alles. Können wir beliebig springen. Und ganz wichtig, auf dem C64 gibt es zwei Fassungen. Eine hat eine gute Musik und das Spiel ist scheiße und eine hat ein gutes Spiel und die Musik ist scheiße. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das eine war die Ami-Fassung, die müsste eine Musik haben von Mains of Noise. Oder gibt es noch eine andere Fassung? Also müssen wir mal gucken, da gibt es diverse Versionen. Das könnte aber wirklich irritierend werden, weil ich weiß, ich habe Afterburner nie länger als 10 Minuten gespielt. Mal gucken. Ja, und dann kommen die Sachen, Patrick, vielleicht hätten die beiden Versionen kombinieren sollen, dann wäre ein gutes Spiel rausgekommen. Den Witz habe ich auch schon im Podcast gemacht, weil ich finde das Spiel ja gar nicht schlecht, aber das eine hat wirklich eine Top-Musik. Das werden wir dann sehen in 2 Wochen. Mal gucken. Wir können ja noch Afterburner 2 mit heranziehen, weil so anders war das, glaube ich, nicht in meiner Erinnerung. War doch dasselbe Spiel. Eben. Ja, eben. Schreibt Oliver auch, die US-Version ist ordentlich, aber welches hatte jetzt die gute Musik? Das war da waren wir anderer Meinung, Oliver, genau. Ich mochte die PAL-Fassung, deswegen, die du als Katastrophen bezeichnest. Die mochte ich gerne, da mochte du die Musik nicht. Das war das Problem. Ja, es ist aber insgesamt auch kein gutes Spiel, Gottes Willen. Also, das war schon sehr verwirrend. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, wir haben auch die Liste jetzt veröffentlicht im Netz, wann sich gewünscht hat und was gespielt wird. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da auch dann wieder am Donnerstag besucht. Damit machen kann theoretisch jeder. Ihr habt ja heute gesehen, der Einstieg ist gar nicht so schwierig. Es gibt
ja viele Versionen, die auch spielbar sind. Danke an euch und fürs Mitmachen und wir gucken mal, ja, was dann nächste Woche bei Dune passiert und wie lange wir in 2 Wochen wirklich Afterburner spielen. Die Wetten nehmen wir jetzt noch an. Wird eine kurze Sendung. Ja, das Spiel gibt so wenig her. Definitiv, ja. Aber wie gesagt, vielleicht sehen wir dann 20 Versionen. Ist ja auch schön. Jo, schauen wir mal. Mal gucken. Wenn wir drauf kommen, ja. Eben. Bis dann. Bis in 2 Wochen, 1 Woche, wann auch immer ihr wollt. Wir sind da. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.